Du hast Geld in deiner Tasche, will für dich den Kick erleben. Alles hast du schon gemacht, außer einen Menschen zu zerlegen. Verstümmelung und Gewalt ist, wonach du dich heimlich sehnst. Einmal selber Hand anlegen, in dein Sofa-Snoppen-Leben. Du weißt, du hast die Kohle und sie öffnet dir den Weg. Ab mit dir nach Bratislava, wo mein Hostel bereitsteht. Keine Mühe wird gescheut, du wirst auf deine Kosten kommen. Bei 5000 fängt es an, egal ob Frau oder auch Mann. Die Auswahl hier ist riesig, für dein Spaß so mitgesorgt. Alle Waffen stehen dir frei an diesem schönen Urlaubsort. Ich weiß, es klingt nicht leicht, doch musst du dich erst überwinden. Hau den Nagel in sein Schädel, Mord und Totschlag ist hier Regel. Warum machen sie das? Was hab ich ihnen getan? Nein, bitte, bitte aufhören. Ich will nicht mehr. Bitte. Ich betrete den Raum und du sitzt auf dem Stuhl angekettet, verwirrt, schweißgebadet bist du. Du schaust auf zu dem Doktor, dich durchdringt die Angst, denn er nimmt sich bereits seinen Bohrer zur Hand. Er kommt auf dich zu und kritzt dir ins Gesicht, setzt den Bohrer ans Bein, Blut verschmiert deine Sicht. Du kannst es kaum glauben, was wird hier gespielt? Es ist wirklich real, da du die Schmerzen spürst. Der Doktor nimmt das Messer sich zur Hand und schneidet deinen Schädel auf. Um ihn zu lockern, haut er mehrmals mit den Hammer rauf. Er öffnet dir deinen Kopf, ohne dass er dich sterben lässt. Er schneidet Gewebe aus deinem Blut, was er dann vor deinen Augen isst. Das ist krank und misanthrop, meine Klinge bringt den Tod. Ich werd jeden von euch kriegen, weil die Mordlust in mir tobt. Hals ab, Schneider, Knochenbrecher, ich lass jeden Knochen schmettern. 13 Leichen stapeln sich, die ganze Menschheit soll erzittern. Ich lass den Schädel decken, gebe Stiche ins Gehirn. Manchmal lebt das Opfer noch, doch genau das find ich ertörn. Menschen werden hier gefoltert bis hinein in ihren Tod. Jede Nacht ist Suchtbetrieb, die Leichen stapeln sich im Hof. Polizei und Stadtverwaltung arbeiten mit uns. Keiner, der was machen könnte, alle hängen mit uns um. Keiner kann dir hier mehr helfen, kommst du einmal zu Besuch. Ist dein Schicksal längst geschrieben, auf Bratislava liegt ein Fluch. Oh mein Gott! Gebunden einem Stuhl, wachst du auf ohne Licht. Deine Panik ist am Stein, du weißt nicht, wie dir geschieht. Wie bist du wohl hier reingeraten? Der Tisch vor dir voller Waffen und du stellst dir eine Frage. Wirst du es hier rausschaffen? Die Tür in deinem Rücken, sie geht auf. Die Gestalt ist bereit, um dich zu foltern, denn sie hat dafür bezahlt. Angst, sie bricht aus, du weißt, du kommst nicht mehr weg. Du bist ewig hier gefangen in dem Experiment. Die Schmerzen, die du leidest, werden langsam unerträglich. Ganz egal, was du versuchst, jede Hilfe ist vergeblich. Dieser Bohrer gleitet sauber und präzise in dein Fleisch. Die Klinge deines Hackers schneidet dir die Haut vom Leib. Völlig abgestiegen von der Welt gehst du drauf. Spür das kalte Eisen, denn es schneidet dir die Kehle auf. Du bist am Verbluten, sieh dem Tod in die Augen. Du wirst jämmerlich verrecken zwischen all dem ganzen Dreck. Bitte!